Jetzt schauen wir uns sozusagen diese Idee mit dem Hohlraumresonator genau an. Wir erzeugen also elektromagnetische Strahlung in einem breiten Frequenzbereich und die Wellen, die stehende elektromagnetische Wellen in diesem Hohlraumresonator regen wir jetzt thermisch an. Das heißt, die Oberfläche dieses Hohlraumresonators ist heiß, da zappeln die Atome drin, die Atome sind elektrisch geladen, dann kommen jetzt alle möglichen, oder die Elektronen sind elektrisch geladen, das heißt, es bewegt sich auch elektrische Ladung, das heißt, durch die Bewegung der elektrischen Ladung kann auch elektromagnetische Felder erzeugt werden, die dann elektromagnetische Strahlung ausbilden und die regen Eigenschwingungen in diesem Hohlraumresonator, also diese darin möglichen stehenden Wellen an. Und bei genügend hoher Temperatur ist dann auch genügend thermische Energie zur Verfügung, um im sichtbaren Bereich solche elektromagnetischen stehenden Wellen anzuregen und dann würde man diese Rotglut sehen. Also dann käme dieses orange-rote Licht raus, was eben dann diese Wärmestrahlung ist, die direkt von der Netzhaut gesehen werden kann. Wenn es vorher vielleicht nur Infrarot ist, auch bei 20 Grad Celsius kommt so ein Infrarotlicht aus so einem schwarzen Strahler oder wird auch hier von jeder denkbaren dunklen Oberfläche emittiert. Und wir wollen die Frage klären, wie viel Licht kommt bei einer bestimmten Frequenz heraus, also das Spektrum letztlich ermitteln, und wir wollen klären, wie viel Licht insgesamt abgestrahlt wird von so einer Oberfläche. Und jetzt habe ich hier unten mal versucht, solche stehenden elektromagnetischen Wellen ein bisschen zu symbolisieren. Jetzt in dieser zweidimensionalen Geometrie kann ich es zeichnen, aber wir haben eigentlich im Raum die dreidimensionale Geometrie. Wir hatten eben ja die stehende Welle nur in einer Dimension angeschaut und da haben wir gesagt, die niedrigste oder längste Wellenlänge, kleinste Frequenz ist eine, die hier jeweils einen Knoten hat. Wir hatten gesagt, die Oberfläche ist elektrisch leitend, wenn es ein Spiegel ist, also E ist gleich 0. Hier ist die elektrische Feldstärke dargestellt, also wählt das Maximum in der Mitte und außenrum eine Knotenfläche. Das heißt, wir haben in dieser Richtung eine halbe Wellenlänge und wir haben in dieser Richtung eine halbe Wellenlänge. Und die nächste Frequenz, da können wir uns vorstellen, wäre jetzt hier in dieser Richtung eine ganze Wellenlänge und in dieser Richtung auch eine ganze Wellenlänge. Und auf der nächsten Folie zeige ich auch, dass wir es auch so haben können, dass wir in dieser Richtung eine ganze Wellenlänge und in dieser Richtung eine halbe Wellenlänge haben können. Das geht auch für 3 und 4 Maxima. Und ich habe hier mit den Farben schon mal symbolisiert, dass das rotes Licht, gelbes Licht, grünes Licht, blaues Licht in Anführungsstrichen ist. Natürlich wären das jetzt dann viel mehr und größere Ns, aber das ist die kürzere Wellenlänge, die höhere Frequenz und die ist dann immer blauer als die lange Wellenlänge. So. Hier ist dieses andere Beispiel, also hier eine ganze Wellenlänge in diese Richtung und eine halbe Wellenlänge hier oder 3 zu 2 oder 3 in die Richtung, 4 Maxima in jene Richtung. Sie können aber auch 17 in die eine Richtung und eine in die andere Richtung haben, also jede denkbare Kombination funktioniert. Und jetzt wollen wir uns das nicht mit den Wellenlängen vorstellen, sondern mit den Wellenzahlvektoren, weil das dann viel übersichtlicher wird. Wir hatten gesagt, Kx ist 2pi durch, also erstmal der Wellenzahlvektor oder Wellenzahl k ist 2pi durch Lambda und jetzt setzen wir unsere denkbaren Lambdas ein und dann kriegen wir raus, dass unser Kx ein nx mal 2pi durch L ist. Die 2pi kommt von der Umrechnung Lambda in k, gell? K ist 2pi durch Lambda. Und dann setze ich eben hier das entsprechende Lambda ein. Das mache ich genauso für Ky und Kz. Und dann sehen Sie, dann kriege ich hier verschiedene Ns, die miteinander kombinierbar sind, so wie ich es hier gesehen habe, in diese Richtung 3 und in diese Richtung 4. Wenn das jetzt x und y wäre, dann wäre das eine 3 und das andere 4. Und Sie sehen, dass das k proportional hier zu dem n wird mit einem kleinsten Wert, der 2pi durch L ist. Und das haben wir hier
habe ich jetzt hier eingezeichnet in diesen sogenannten reziproken Raum oder K-Raum nennt man ihn auch manchmal, wo dieser Wellenzahlvektor aufgetragen wird. Und da gibt es jetzt hier diskrete Punkte, zum Beispiel auf der X-Achse, dass sie ein Kx haben, was hier immer Vielfache von so einem Wert sein kann. Und das Gleiche für die Y-Achse und in Gedanken müssen Sie sich die Z-Achse auch noch dazu vorstellen. Und dann habe ich einen Wellenzahlvektor, der dann von 0 auf einen solchen Punkt zeigt. Und der ganze Raum ist sozusagen mit so einem Schachbrettmuster mit diesen diskreten Punkten ausgefüllt. Die Frequenz können wir jetzt jedem dieser Punkte zuordnen. Die Frequenz μ ist Lichtgeschwindigkeit durch 2π mal k Betrag. So, das heißt, für gleiches k Betrag bekomme ich auch die gleiche Frequenz. Das ist jetzt entscheidend für uns. Ich habe also hier für gleiche Vektorlängen, also wenn ich hier mich auf so einem Kreis bewege, auf diesen Punkten, die ich da erreiche, habe ich überall die gleiche Frequenz. Und das ist auf der nächsten Folie gezeigt. Ich habe hier so eine Kugelschale jetzt gezeichnet und ich zähle im Grunde die Anzahl von diesen grauen Punkten, die in so eine Kugelschale fallen. Das heißt, jetzt dreidimensional als Kugel vorgestellt mit einer Dicke dk, Delta k oder Delta nü. Sie können nicht gucken nach ganz bestimmten Frequenzen, weil man könnte sich vorstellen, dass man auch raffiniert hier so eine Kugelschale findet, die gerade überhaupt keinen dieser Punkte trifft, wenn die nicht so dick gezeichnet sind wie auf der Folie, sondern wirklich punktförmig sind, dann würde man ja nur immer mal einen treffen und mal keinen treffen oder mal zufällig auch 4 gleichzeitig oder 8 gleichzeitig treffen. Aber wenn ich eine endliche Dicke nehme, dann habe ich hier die Chance, wenn die dicht genug liegen, immer eine bestimmte Anzahl zu treffen, die dann vielleicht ein bisschen schwankt, aber im Mittel dann von innen nach außen zunimmt. Und das ist jetzt das Entscheidende. Wir wollen uns überlegen, wie viele dieser Eigenzustände, dieser Hohlraum, dieser Moden in diesem Hohlraumresonator passen in diese Kugelschale rein. Und die Oberfläche nimmt ja wie 4pi r² zu. Der Radius hier ist jetzt mein k-Betrag. Das nimmt also wie k² zu. Und damit nimmt auch das Volumen dieser Kugelschale proportional zu k² zu. Und die Frequenz war proportional zu dem k. Also nimmt die Anzahl dieser k-Vektoren, die in diese Kugelschale fallen, quadratisch mit der Frequenz zu. Und das ist das, was hier unten schon auftaucht, das ν², was hier auftaucht. So, jetzt ist es so in unserer klassischen Vorstellung, klassische Thermodynamik, dass im thermodynamischen Gleichgewicht auf jeden Freiheitsgrad im Mittel gleich viel Energie verteilt wird. Und das hängt jetzt vom Art des Freiheitsgrads ab, ob das als ein Halb-K-Boltzmann-T oder als ein ganzes K-Boltzmann-T zählt. Und diese stehenden elektromagnetischen Wellen in einem Hohlraumresonator, das sind Freiheitsgrade. Jede Welle für sich stellt einen Freiheitsgrad dar. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Und da das so eine Art Oszillation ist, genauso wie die Schwingung, nee, solche Schwingung hatten wir im Molekül zum Beispiel, die hatte ein ganzes K-Boltzmann-T aufgenommen, diese Schwingung. Da hat man gesagt, in der potenziellen Energie und in der kinetischen Energie steckt jeweils ein halb K-Boltzmann-T drin und deshalb steckt in der Schwingung ein ganzes K-Boltzmann-T. Genauso könnte ich jetzt hier argumentieren, im E-Feld steckt ein halbes K-Boltzmann-T, im B-Feld steckt ein halbes K-Boltzmann-T und deshalb steckt insgesamt ein ganzes K-Boltzmann-T drin. Auf jeden Fall ist es so. Und das heißt, wenn die Frequenz ansteigt, ich nü größer wird, dann habe ich mehr Freiheitsgrade, die bei dieser Frequenz zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich mir anschaue, wie viel Energie in einem Frequenzintervall zwischen nü und nü plus Delta nü gespeichert ist, dann nimmt die Energie in diesem Frequenzintervall
quadratisch mit der Frequenz zu. Auf das Volumen in diesem Hohlraumresonator bezogen, die Energiedichte, die in dieser stehenden Welle drin steckt, also eine räumliche Dichte. Man hat noch gleichzeitig so ein, wenn Sie sich so ein Spektrum vorstellen, haben Sie gleichzeitig noch so einen schmalen Ausschnitt in dem Spektrum, dass Sie nur zwischen Nü und Delta Nü in so einem Balken sozusagen von so einem großen Frequenzbereich sich die Energiedichte anschauen. Deshalb habe ich hier Rho von Nü mal Delta Nü, weil das noch sozusagen auf eine Frequenz bezogen ist, jetzt mit der Breite dieses Frequenzintervalls multipliziert, kriege ich echt eine Energiedichte. Und das kann ich jetzt, wenn ich die Konstanten alle durchrechne, 8 Pi durch C hoch 3 taucht hier noch auf, dann proportional zu der Frequenz zum Quadrat und proportional zu K-Boltzmann T. Das heißt, die mittlere Energie, die ich in diesen Freiheitsgrad reinstecke. Also hier steckt sozusagen die Anzahl der Freiheitsgrade mal der Energie pro Freiheitsgrad kombiniert drin in dieser Energiedichte. Und das ist das berühmte Rayleigh-Jeans-Gesetz. Und dieses Gesetz führt zu so einer sogenannten Ultraviolett-Katastrophe. Sie können sich vorstellen, diese Punkte, die hören hier nicht auf, die gehen hier immer weiter bis ins Unendliche. Dieser K-Raum enthält unendlich viele denkbare Frequenzen, insbesondere welche mit sehr kurzen Wellenlängen, weil da passen ganz viele solcher stehenden Wellen in diesen Hohlraumresonator rein. Und das haben die Menschen damals, die Physiker und Physikerinnen, nicht auflösen können. Diesen Widerspruch, man hat im Experiment beobachtet, dass man zwar ein Spektrum hat, was am Anfang quadratisch ansteigt mit der Frequenz, so wie das Rayleigh-Jeans-Gesetz es vorhersagt, was aber später exponentiell abfällt. Und dieser Abfall, den hat diese klassische Theorie nicht vorhergesagt, sondern nur einen Anstieg, der immer weiter bis ins Unendliche ansteigt, und dann müsste dieser Strahler also ganz viel, ja, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, hochenergetische Strahlung abstrahlen. Man hat das dann Ultraviolett-Katastrophe genannt. Sozusagen dieses Ultraviolett war da jetzt sozusagen noch das Naheliegendste, was sozusagen jenseits des Sichtbaren kommen würde und dann aber eben entsprechend abgeschwächt wird im Experiment. Dann hat um 1900 Planck eben durch die Einführung eines Energiequantes diesen Widerspruch aufgelöst. Er hat gesagt, er führt ein, eine Energie, die man mindestens braucht, sozusagen, um eine solche Oszillation, um so eine stehende Welle anzuregen. Das ist eben genau das Photon, und das Photon, hier steht es auch, das Photon kann man sich auch am besten als stehende Welle in einem Hohlraumresonator vorstellen. Besser als eine laufende Welle. Manchmal stellt man sich Photonen als solche Wellenpakete vor, wo sozusagen eine Oszillation räumlich begrenzt ist und das läuft dann. Aber dieses Photon, was ich mir als laufendes Wellenpaket vorstelle, das hat gar keine eindeutige, klare Frequenz, sondern das muss man immer aus verschiedenen Frequenzen zusammensetzen, damit man dieses Wellenpaket bekommt. In dem Hohlraum, diese stehende Welle, die ist einerseits räumlich lokalisiert und hat eine eindeutige Frequenz, nämlich genau die der Resonanz. Und deshalb kann man sich das sozusagen, das Photon, gut als diese stehende Eigenmode in dem Hohlraumresonator vorstellen. Und dann gibt es eine minimale Amplitude, mit der ich das anregen kann. Und wenn ich zwei Photonen bei dieser gleichen Frequenz reintue, dann habe ich eine größere Amplitude. Die doppelte, zwei Photonen heißt die doppelte Energie, das heißt aber nicht automatisch die doppelte Amplitude, sondern nur Wurzel 2 mal der Amplitude, weil ich die Amplitude quadrieren muss, um die Energie rauszubekommen. Und wenn ich die Wurzel zweifache Amplitude nehme und quadriere, dann habe ich die doppelte Energie drinstecken, also zwei Photonen drinstecken. Und dann hat Planck festgestellt, dass, wenn er diese Annahme macht, in den roten Eigenschwingungen, in den langwelligen,
Da sind kleine Energieportionen drin und in den kurzwelligen, da sind große Energieportionen drin. Und damit frieren diese Freiheitsgrade aus. Wir haben das bei den Molekülschwingungen ja schon gehabt, wenn wir uns in einem normalen Luft bei Zimmertemperatursituation anschauen, da hatten wir die Translation von Luftmolekülen, wir hatten Rotation von Luftmolekülen und wir hatten Schwingungen von Luftmolekülen als denkbare Freiheitsgrade. Und jetzt ist es so, dass bei Zimmertemperatur die Schwingungen ausgefroren waren und nur die mit den niedrigen Energien, mit den kleinen Energieabständen sozusagen thermisch angeregt sind. Und diese Ultraviolettkatastrophe wird sozusagen durch diese Quantisierung, die man jetzt einführt, verhindert, indem diese hohen Frequenzen nicht mehr teilnehmen an der thermischen Energie, weil sie ausgefroren sind. Und damit wurde eben dieser Zusammenhang ESH mal μ eingeführt und das Planck'sche Wirkungsquantum H mit 6,6 mal 10 hoch minus 34 Joule pro Sekunde. Das war die Geburtsstunde der Quantenmechanik. Also mit der Photonenenergie H mal μ kann man das jetzt genauso in so ein Energiediagramm einzeichnen, wie wir das für die Molekülschwingungen getan hatten. Hier nach oben aufgetragen die Energieskala. Wir haben hier äquidistante Energieniveaus. Das war sozusagen bei den Molekülschwingungen eine Zunahme der Schwingungsamplitude, die wir beim harmonischen Oszillator dann auch in diesen äquidistanten Energieniveaus mündet. Und genauso kann man sich auch in dem Hohlraumresonator diese elektromagnetischen Eigenschwingungen als Lösungen eines harmonischen Oszillators vorstellen und bekommt auch diese äquidistanten Energieniveaus, die dann eben genau der Photonenenergie entspricht. Also genauso wie ich bei einem Molekül ein Energiequant in die Schwingung stecken kann, stecke ich hier das als Photon ein Energiequant in die elektromagnetische stehende Welle. Und dann haben wir hier die Boltzmann-Verteilung, also nach hier aufgetragen, die Anzahl der, also bei den Molekülen war es hier die Anzahl der Moleküle, die in diesem Energieniveau sind. Also dann würde ich sagen, tragen wir hier die Wahrscheinlichkeit auf, dass diese stehende Welle mit dieser Frequenz μ1 entweder hier in diesem Grundzustand ist oder in diesem Zustand ist oder in diesem Zustand ist oder in diesem Zustand, dann ist hier rechts sozusagen eine Wahrscheinlichkeitsdichte aufgetragen und nicht. Jetzt verglichen mit der hohen Frequenz, also dem Ultravioletten, da haben wir diese großen Energiesprünge und wenn wir jetzt eine niedrige Temperatur haben, dann sind eben ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sich das im Grundzustand befindet, also gar keine Energie drin ist. Wichtig ist hier, dass der Grundzustand, also das unterste Niveau, keine Energie trägt und es hier Energie getragen wird und hier habe ich dann nur ganz wenige Niveaus, in denen etwas Energie steckt. Während hier in dem Falle habe ich hier zwar auch die höchste Wahrscheinlichkeit, aber ich habe danach hier in diesen Niveaus überall noch hohe Wahrscheinlichkeiten, die ich dann aufsummiere und alles, was ich hier oben aufsummiere, das trägt dann tatsächlich Energie, während das hier eben nur sehr wenig ist. Und das macht dieses Ausfrieren dieser Freiheitsgrade. Und man kann das dann ausrechnen, ich habe es hier nicht vorgerechnet, die mittlere Energie, die jetzt in all diesen oberen Niveaus steckt, diese Energie hat dann diesen Wert, H mal μ durch diese Exponentialfunktion. Sie sehen, auch hier taucht dieser typische Exponent auf, hier die Photonenenergie im Verhältnis zu der thermischen Energie bei der Temperatur T, hier noch mit dieser minus 1 im Nenner. Und das setze ich jetzt hier ein. Das kommt jetzt zusätzlich noch hinzu. Sie entsinnen sich, wir hatten im Rayleigh-Jeans-Gesetz diesen Vorfaktor 8pi durch c hoch 3. Dann hatten wir dieses μ-Quadrat, diesen ersten Anstieg, quadratisch durch die Zunahme des Phasenraumvolumens, der zu der Ultraviolettkatastrophe führen. Und wir haben jetzt eben durch die Quantenmechanik und die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Frequenzen entsprechend besetzt sind,
mit Photonen besetzt sind in dem Hohlraumresonator, diesen exponentiellen Abfall. Und das gibt dann zusammen eben das Planck'sche Strahlungsgesetz. Und das ist hier unten dargestellt. Wir haben hier diesen quadratischen Anfang am Anfang. Den kann man hier noch im Kleinen sehen. Die Ultraviolettkatastrophe würde hier nach oben laufen. Aber wir haben jetzt hier diesen exponentiellen Abfall, der hier durch diese Exponentialfunktion zustande kommt. Also hier steht kein Minus, sondern das Plus, aber dadurch, dass es im Nenner ist, führt es eben auch zu einem Abfall. Wir wollen uns jetzt nochmal die spektrale Modendichte genauer anschauen, die wir anfangs verwendet hatten. Und dabei hatten wir uns die stehenden Wellen in einem Hohlraumresonator angeschaut. Und man verwendet in diesem Zusammenhang zwei unterschiedliche Ansätze für die Herleitung. Man kann entweder eher den leeren Raum betrachten, den man in fiktive Würfel zerlegt mit der Kantenlänge L und dann periodische Randbedingungen verwendet, um diese Würfel aneinander anschließen zu lassen. Dann ist der kleinste Wellenzahlvektor 2π durch L und es gibt ganzzahlige Vielfache davon in x, y und z-Richtung. Bei diesem Ansatz gibt es ebene Wellen, die sowohl in positiver Richtung laufen können, als auch in negativer Richtung laufen können. Und daher kommen für den Wellenzahlvektor sowohl positive wie negative Werte vor, die hier in dem Diagramm eingetragen sind und entsprechend äquidistant liegen. Ein anderer Ansatz geht von einem tatsächlichen Hohlraumresonator mit stehenden Wellen aus. In denen ist der kleinste Wellenzahlvektor gerade Pi durch L, also eine Halbwelle, die im Resonator steht. Hierbei gibt es aber nur positive Werte für Kx, Ky und Kz. Das heißt, die Wellenzahlvektoren liegen alle hier in dem oberen rechten Quadranten oder im dreidimensionalen Raum in einem Achtel des gesamten Raumes. Die Tatsache, dass keine negativen Wellenzahlvektoren vorkommen, wird dadurch ausgeglichen, dass hier die Wellenzahlvektoren gerade entsprechend dichter liegen, in jeder Raumrichtung um den Faktor 2, also insgesamt die Dichte um den Faktor 8 größer ist. Schauen wir uns den Modenabstand genauer an. Dann ist in dem Fall mit den periodischen Randbedingungen der Abstand der Wellenzahlvektoren gerade 2π durch L. Und das können wir umrechnen in den Frequenzabstand von zwei benachbarten Moden, der sich gerade aus der Umrechnung von Delta Nü, was proportional zu k ist, mit dem Vorfaktor c durch 2π ergibt. Und setzen wir diesen Wert ein, kürze ich das 2π heraus und wir halten c durch L. Für die stehenden Wellen bleibt dieser Faktor 2 erhalten, der sich hier aus diesem Unterschied ergibt. Und unser Delta Nü ist entsprechend kleiner, um den Faktor 2 mit c durch 2l. Jetzt müssen wir noch eine weitere Tatsache berücksichtigen, und zwar tritt jede Mode zweimal auf, da es zwei senkrecht zueinander stehende Polarisationsrichtungen des Lichtes gibt, horizontal und vertikal polarisiert oder rechtszirkular und linkszirkular polarisiert. Und beide dieser Moden können mit thermischer Energie unabhängig besetzt werden, sodass sie im Mittel K-Boltzmann T aufnehmen können. Dadurch kommt ein weiterer Faktor 2 ins Spiel. Jetzt betrachten wir die Gesamtzahl der Moden in einem Hohlraum mit der Kantenlänge L in dem Frequenzbereich zwischen 0 und der Maximalfrequenz Nü. Und die Gesamtzahl ist jetzt für den Fall mit den periodischen Randbedingungen gegeben durch das Produkt aus dem Faktor 2 für die beiden Polarisationsrichtungen, dem Kugelvolumen 4π Drittel mal k hoch 3 mal der Dichte der Moden im reziproken Raum, die gerade gegeben ist durch 1 durch Delta k hoch 3. Das k hoch 3 durch Delta k hoch 3 können wir direkt umschreiben in Nü hoch 3 durch Delta Nü hoch 3, da beide hier Delta Nü und Delta k direkt proportional zueinander sind. Setzen wir dann für Delta Nü c durch L ein, erhalten wir hier ein L hoch 3 durch c hoch 3. Machen wir die gleiche Rechnung für die tatsächlich stehenden Wellen, erhalten wir für die Gesamtzahl wieder den Faktor 2 für die beiden Polarisationsrichtungen, aber müssen dann
anstelle des Kugelvolumens hier nur ein Achtel des Kugelvolumens betrachten, für das alle k-Komponenten größer 0 sind, und multiplizieren wieder mit der Dichte der k-Vektoren im reziproken Raum. Das schreiben wir wieder oben in die Frequenz hoch 3 durch die Frequenzabstände hoch 3 und setzen nun diesen Wert hier ein, c durch 2l, das hier zu einem 2l hoch 3 durch c hoch 3 führt. Und hier sehen Sie, dass sich das 2 hoch 3 gegen dieses Achtel kürzt und dadurch kommen wir mit beiden Ansätzen zu demselben Ergebnis. Jetzt schauen wir uns die Modendichte im Raum an und die ergibt sich für beide Ansätze zu der Gesamtzahl der Moden dividiert durch das Volumen hier des Würfels L hoch 3 und das ist gerade ein Drittel mal 8 Pi durch C hoch 3 mal μ hoch 3. Jetzt wollen wir aber die spektrale Modendichte wissen, das heißt die Anzahl der Moden in einem bestimmten Frequenzintervall pro Würfelvolumen natürlich und das erhalten wir, indem wir diesen Ausdruck von hier nochmal ableiten, nach der Frequenz, also d nach d nü. Und wenn wir das nü hoch 3 hier ableiten, erhalten wir gerade 3 nü Quadrat und diese 3 kürzt sich gegen das Drittel, sodass wir tatsächlich bei unserem Faktor 8 Pi durch c hoch 3 mal nü Quadrat enden. Mit diesen beiden Herleitungen, mit diesen unterschiedlichen Ansätzen haben wir gezeigt, dass die spektrale Modendichte tatsächlich unabhängig von der Größe des Resonators ist und auch den gleichen Wert hat für Wellen, die sich frei im Raum bewegen und dann als ebene Welle in eine bestimmte Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung laufen. Es macht keinen Unterschied, ob ich die stehenden Wellen im Resonator oder freilaufende Wellen im Raum betrachte.